Also eigentlich bin ich ja bereit für meinen Eroberungsfeldzug. Ich glaube, ich soll es einfach machen. Da sollte ich nicht, oder sollte ich doch... Oh, diese Entscheidungen, also... Ja, das ist also zu der Zeit, wo man alle Entscheidungen als Monarch alleine trifft, ist das schon so eine Sache. Was wollen denn die Österreicher eigentlich? Elfenbeinküste. Die wollen neues Land entdecken. Vielleicht kommen hier noch ein paar Features raus jetzt beim Spiel, die ich bis jetzt noch überhaupt nicht mitbekommen habe. Also anscheinend scheint es hier Gebiete zu geben, auf die ich nicht zugreifen kann. Das werden wir jetzt aber gleich mal schauen. Das interessiert mich jetzt nämlich. Ja, und die versammeln hier eindeutig eine Streitmacht. Die wollen mir ans Bein pinkeln. Damit sollen sie jetzt bitte noch zwei Runden warten, weil dann ist nämlich mein... hier, fertig, ne? Also, hallo, was ist, Der verpisst sich also wieder zurück ins Osmanische Reich. Sicher nicht ungesund für ihn, weil in Österreich, glaube ich, sind Imame nicht so gern gesehen. Also zu der Zeit zumindest nicht. Mich würde jetzt dann mal interessieren, ich muss mal nachschauen, ob Norwegen und Schweden miteinander im Krieg liegen. Das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren. Die Bayern, die fangen hier jetzt richtig das Expandieren an, sag mal. Gut, das ist fertig. Adam von Viereck, Getreidehändler. Ein Gefolgsmann für unseren Herrn Minister. Oh, also hier, ja, ne? Sowas halt. Gefällt mir jetzt gerade nicht, was die hier abziehen, deswegen, entsende ich Verstärkung, weil das gefällt mir hier gerade nicht, was die hier machen. Dann werde ich, glaube ich, mal das Fort hier unten wieder besetzen. Nicht, dass der das jetzt einnimmt. Weitere Befehle? Ja, jetzt geht's nicht ganz. Was hat der? Oh, der hat ein bisschen mehr als wie ich. Dann schicken wir dann einen General zur Unterstützung mit dazu. Na, der geht jetzt noch nicht rein. Irgendwie glaube ich, dass die Polen und jetzt ihre und die Österreicher auch ihre Fronten jetzt hier verhärten wollen. Das finde ich jetzt nicht so toll. Nee, das wär's dann, danke. Also ihr seht, ich bin gerade in Überlegung, wie ich das jetzt hier gerade am besten aufziehe. Da ich nämlich gerade Schiss habe, dass die Österreicher mich blöd anmachen wollen. Kohle für ein Fort haben wir. Bereit und in Erwartung von Befehlen. Die Österreicher, die können nicht so schnell durch den Wald da durchmarschieren. Dann errichten wir jetzt hier an der Grenze Position gleich ein Fort. Und wir bauen es gleich noch aus. Gute Ware. Hier sind wir jetzt stark genug eigentlich aufgestellt. Ja. Ja. Die haben jetzt aber ganz schön viel Linieninfanterie. Ich frage mich, wo die das jetzt herbekommen haben auf einmal.
Also ihr seht, wenn man dann eine Zeit lang mal nichts macht und niemanden angreift, dann fangen die an, sich hier aufzumucken. Ich bin dafür, dass wir jetzt 1715 wieder ordentlich durchstarten und wieder unseren Eroberungsfeldzug hier fortführen. Mit Österreich muss ich mir dann einfach was einfallen lassen. So. Wir haben mal wieder eine Echtzeitschlacht vor uns. Also würde ich sagen, zögern wir nicht lang und Angriff! Soldaten, hier ist die Schlacht, die ihr so lange erwartet habt. Der Sieg hängt nun von euch ab. Wir benötigen ihn dringend. Zitat von Napoleon Bonaparte, französischer Kaiser und General. Passt zwar jetzt in die Zeit noch nicht so ganz, aber der wird ja erst noch geboren, wie wir alle wissen, aber gut. So, wir sind in der Verteidigerposition. Dieses Mal ist es mal was anderes. Also ist jetzt wirklich mal was anderes. Ich muss mich nur orientieren, woher der Feind kommt. Der Feind kann von hier kommen, er kann aber auch genauso gut von da kommen. Was bedeutet, wir machen jetzt unsere... Wir haben ja so schön hier, ne? Kanonen und alles bereitstehen. Könnt ihr die Kanonen nicht... Ihr seid zu blöd dazu. Ach, wir haben hier jetzt Bürger mit Musketen bekommen. Na, sieh mal einer an, das ist ja lustig. Ah, das ist hier ein bisschen schwer aufzuziehen, die ganze Geschichte. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass die das machen, was wir wollen. Die kommen alle von vorne. Wir sind diesmal unterlegen. Das Machtverhältnis ist sehr unausgeglichen. Wir verlassen uns jetzt einfach auf unsere Verstärkung, die noch von hinten eintreffen wird. Und ich weiß immer noch nicht, wie man diese scheiß Tore hier öffnet. Genau, wir halten die Polen jetzt einfach unter Beschuss. Die haben ja keinerlei Kanonen. Zu ihrem Nachteil wohlgemerkt. Hier lasse ich jetzt mal alle Kanonen besetzen, hier vorne. Ah, das ist schon ein ordentliches Regiment, was da vorne anmarschiert kommt. Die laufen auch, oder? Kann das sein? Ja, die laufen sogar. Gut, aber wie gesagt, wir lassen uns von sowas jetzt nicht groß beeindrucken. Wir haben ja noch Verstärkung im Petto, die wir hier gerade von der Seite schön anrücken lassen. Jetzt hoffe ich mal, dass es die Gegner genauso verkacken beim Ansturm. Wie meine Truppen immer bei so Belagerungsangriffen es verkackt haben. Die kriegen schon mal ordentlich auf die Fresse hier. Sind doch gerade zu blöd, die Mauern einzunehmen. Da sind wir jetzt einfach mal... Ah ne, hier machen sie es schon.
Genau. Ja, deswegen braucht ihr jetzt nicht hier gleich alle. Also der Feind ist wirklich auch zu blöd, um das zu machen. Da bin ich jetzt eigentlich heilfroh drüber, weil, ja, das gibt uns schon mal einen kleinen Schlachtvorteil hier. Die erste Einheit, die verliert hier schon ihre Moral. Die andere ist gerade sehr gut dabei. Da jeder, der hier raufkommt, gleich mal von 20.000 wütenden Soldaten erstmal fett abgestochen wird. Gut, hier rücken auch gerade meine Verstärkungen an. Ich glaube, die brauche ich gar nicht mehr, die Festung, die können sie auch so ganz gut verteidigen. Jetzt hat der Feind mein Torhaus eingenommen, das ist mir aber relativ egal, da er damit nichts anfangen kann. Ebenso wenig wie ich, wenn ich eins vom Gegner einnehme. Ja, das ist Pförtnerhaus, das könnt ihr euch sonst wohin schieben. Die ersten Polen, die sind schon hier auf der Flucht. Was ich ganz gut finde, ist, dass wenn man sie auf Fernkampf setzt, dass sie automatisch die Kanonen wieder besetzen. Wie man hier schön gerade sieht. Und irgendwie haben sie jetzt doch ein paar Truppen nach drin geschafft. Die wir nicht angreifen können, lustigerweise. Ja, warum kann man die jetzt nicht angreifen? Hallo? Ja, genau. Aber meine Piazza können sie einnehmen. Ist schon klar. Ah, jetzt kann man sie angreifen. So. Der Alex, der packt es schon. Gut, meine Verstärkung, die marschiert gerade da hinten. Da kommt, was kommt da jetzt? Eigentlich ist mir egal, was da kommt, weil der Großteil flieht sowieso schon vom Feind. Ah, das haben sie eingenommen da hinten. Ja, die können das jetzt auf und zu machen. Schon klar. Ja, also, weil teilweise, ey, kriegst du so einen Hals. So einen Hals kriegt man da echt.